Hi Leute und willkommen zurück zu Watch Dogs Legion. Wir haben jetzt mal mit unserem Typen. Ist ja gut. Albi ein bisschen geärgert. Und ich glaube, unsere gute. Wo ist sie denn? Team. Die hier müssen eigentlich bald verschwinden, weil, die sollen. Ja, der Maulwurf soll halt gesucht werden, wie wir damals in diesen. Ja, White Tower gekommen sind und sie ist ja eigentlich schuld. Vielleicht haben wir auch schon offiziell gekündigt, wer weiß. Wir werden jetzt mal unsere Super-Oma nehmen. Ups. Sie tanzt, cool. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ich bin bereit, wenn du es bist. In Ordnung. Wenn du deine Liste abschreiben kannst. Nett. Sag ihm, wo zu gehorchen hast, wenn du das nächste Mal ständig. Wir sehen uns selbst! Oder unsere anderen Typen. Cool ist das denn? Okay, wir wollen irgendwie hier rein. Mist. Hier kann ich nochmal raus. Dann muss ich irgendwie. Ach, das haben wir schon mal bei dem Gebäude, ne? War das das Gebäude hier? Ja, war es. Ach, das lassen wir. Gucke ich erst nicht nochmal. So, gucken wir erstmal auf unsere Mission. Wir können Whistleblowing machen oder Auktionscrasher. Kelly Mission, Sears Mission. Ja. Ah, du bist schon hinüber. Das ging schnell. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir die im Leben gelassen hätten? Naja, gut. Eins von vier ist down. Nehmen wir erstmal die Kelly-Mission. Helfen wir den armen Leuten. Ich habe das Drohnennetzwerk überwacht. Mary Kelly hat endlich die Einladungen zu ihrer Sklavenauktion verschickt. Dedzek, Caitlin Lau hier. Das ist euer Spezialgebiet. Hackt eine dieser Drohnen und besorgt den Ort, an dem sie diese armen Schweine mit den Mikrochips verkauft. Machen wir dem ein Ende. Was? Wow. Hier ist London Calling. Ihr hört Buccaneer mit euren Piraten-Podcasts. Für all das, was ihr nicht hören sollt. Ich bin Tash. Dieses Mal prüfen wir ganz besonders die Jungs und Mädels vom Signals and Intelligence Response Service. Besser bekannt als der SIRS. Warum auch nicht? Die hören doch ohnehin zu. Die hören bei allem zu. Aber keine Angst, wir werden nichts Böses sagen über eine gewaltige, unkontrollierbare Spionageorganisation, die mit ihrer Macht Andersdenkende unterdrückt und freie Meinungsäußerung verhindert. Stattdessen untersuchen wir, wie der SIRS so mächtig wurde. Und wie immer bleiben alle Namen und Orte davon. Muss ja rauf. Ich bin nicht an der Lampe hoch. Schade. So, wie komme ich da jetzt hoch? Wow, da sind wir gut hochgekommen jetzt. Okay, dann der Roboter. Rein da. Okay. Oh, fliegende Teile. Ja. Bisschen schlecht platziert. So, wo sind jetzt die Punkte? Hier drin irgendwie wahrscheinlich. Ne? So, wie komme ich da jetzt genau rein? Nee. Okay, ich bin ein wenig verwirrt. Wo ist das? Nimm mal dich. Vielleicht siehst du mehr.
komme zwar nicht ran, aber... Hä, wozu kann ich jetzt... Oh! Was? Okay. Hier gibt es wirklich noch einen Weg. Von wegen Fahrrad. Man sieht das hier gar nicht so richtig, aber man kann wirklich direkt hier rechts. Wow. Boah, ich warte mal lieber. Und was? Hä? Was war das denn jetzt? Aha, jetzt haben wir es. Mehr oder weniger. Ah, nein. Okay, gehen wir mal rauf. Wir haben unendlichen Vorrat davon. So. Probieren das Ganze nochmal. So, einmal hier drei. Hier kann man nicht mehr raus. Alles klar, gibt es hier noch einen Weg? Nee. Sehr schön. So, dann haben wir die Punkte auch schon mal. Aber ist gut, dass man nicht direkt stirbt. Ja, protestiert ihr mal. Das ist nicht so blöd. Das ist mein Auto. Genau, dafür bin ich zuständig. London Calling. Ihr hört Buccaneer mit euren Piraten. Oh, jemand, der Fluchtautos fährt. Ob ich wohl auch mal hinter Steuer darf? Ich habe gehört, dass man mit einem coolen Auto so einiges kompensieren kann. Okay, in dem Fall. Ja, Alter. Aber keine Angst, wir werden nichts Böses sagen über eine gewaltige, unkontrollierbare Spionageorganisation, die mit ihrer Macht Andersdenkende unterdrückt und freie Meinungsäußerung verhindert. Stattdessen untersuchen wir, wie der Surf so mächtig wurde. Schaffe eine Ladung einer Lieferung. Damit es keinen unerwünschten Besuch vom Surf gibt. Klappern. So habe ich. So, die völlige und absolute Kontrolle des Und jetzt? Hm, ein bisschen Tja, das war einfach, sogar für dich. Gib mir einen Moment, um die Sicherheitscodes zu entschlüsseln. Und Bagley, was hast du? Mary Kelly verkauft ihre Ware in Hackney Baths. Diesen Ort gibt es seit 1904. Früher war es ein öffentliches Badehaus. Heute, in der ach so aufgeklärten Moderne, ist es ein Sklavenmarkt. Sie sprach von Auslandsinvestoren, ein großes Geschäft. Das bedeutet Partner, Klienten, Beschäftigte. Alle, die irgendwie Teil ihrer Organisation sind. Wir erledigen Mary Kelly von innen heraus. Inspektor Lau will ihren Fall gegen Mary Kelly einem Kontakt beim Generalstaatsanwalt geben. Wir müssen möglichst viele Daten beschaffen, damit sie genug für die strafrechtliche Verfolgung haben. Die Mikrochips sind ein großer Teil der Gleichung, von der wir nahezu nichts verstehen. Wir brauchen etwas Handfestes in der Sache. Sieh nach, ob du etwas finden kannst. Pläne, Belege, Proben. Also, der Plan ist einfach. Die Soiree der Kellys stören, möglichst viel herausfinden und ganz nebenbei nicht dabei draufgehen. Na, das ist doch einfach. Bei den Baths kann man nicht vorsichtig genug sein, Team. Mary kann all ihre Gefangenen mit einem Knopfdruck töten. Wenn wir versuchen, sie jetzt zu befreien, sind sie so gut wie tot. Sie weiß noch nicht, dass wir ihr auf der Spur sind. Das ist unser Vorteil. Hier ist London Calling. Ihr hört Buccaneer mit euren Piraten-Podcasts für all das, was ihr nicht hören sollt. Ich bin Tash. Das wieder los. Wie oft wolltest du es noch sagen? Piraten-Podcast entschlossen. Oh, schöne. Viel, viel schönere Musik. So. Sorry, Kumpel. Ups. Das gehört so. Oh. Das war weit. Menschweit. Menschenkicken. Menschweitkicken? Irgendwie so. So. Nett. London Bridge, ja, ne? Nett. Gefällt mir.
Sollte ich mal Urlaub in England machen. So. Auch schicke Gebäude. Riesenzäpfchen. Ein anderes komisches Gebäude daneben. Aber aus dem Weg. Ja, so gar keinen wirklichen Widerstand, außer wenn wir mit einem kleinen Auto gegen einen Bus fahren oder so. Das kann mir fast alles hier gegend rammen. Aus dem Weg. Mars, danke. Sorry, sorry. Oh mein Gott. ich muss halt kurz hier weiterfahren. Da lang. Ups. Wobei, nee, ich will da durch. Nein! Ups. Hab ich aus Versehen hochgemacht. um mich natürlich nur selbst abzubremsen. Natürlich. Weil ich mich selbst verhaften wollte. Genau so sieht's aus. So, wir sind gleich da. Was jetzt? Oh. Platz nicht einfach rein. Hack den CTUS-Hub des Gebäudes und schau, was dich drinnen erwartet. Großartige Idee. Wir müssen nach unten, aber gehen erstmal nach oben. Weil da noch die ganzen Punkte sind. Kann ich? Und Runde raufschmeißen? Ja, kann ich. Sehr cool. So, ich bin sogar schon auf der richtigen Höhe. Ups. Da lang. Die Höhe ist schon mal richtig. Ich muss nur die richtigen. Da darf ich nicht rein. Schade. Ich auch nicht. Ups. Ich glaube, hier bin ich falsch. Uah. Ein Doppelsprung wäre jetzt cool. Oh, warte mal, ich habe Doppelsprung. Stimmt, die haben wir. Stimmt, das haben wir getuned. Ich vergaß. Nein. Ah. Uah, shit. Okay, wir müssen irgendwie reingehen und dann hoch. So sieht das ebenfalls aus. Schön. So. Komm mal mit. Komm aus dem Weg. So, hier darf ich leider nichts machen. So, da ist irgendwas drinne. Hilft mir nur nicht, wenn ich das von hier aus mache. K. K? Moment. Team, Daten, Laden. Ne. Wann das? Das ist für sie, ne? Das ist extra mit einem riesigen K markiert. Was habt ihr vor? Ah, oh, weil er da angesprüht hat. So ein Trottel. Okay, ich bin schon weg. Okay, das ist auf jeden Fall mein Gang. Dann ist vielleicht mit dir. Nein, bleib doch stehen. Nein, 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 nein. Na hier, dann explodieren wir hier neben. Findet den Besitzer dieser Spinne! Ist einfach explodiert.
kann gar nichts dafür. Ich weiß nicht, warum die Spinne direkt krass explodiert, aber naja. So, was habe ich jetzt hier? Irgendwie gar nichts. Da kann ich vielleicht rein. Toll. Komme ich da rein? Wenn ich durch die Tür darf. Darf ich nicht durch. Kein Strom drauf. Interessant. Und hier darf ich auch nicht rein. Noch interessanter. So, kann ich hier vielleicht auf die Jalousien? Nein? Ja, verschwinde mal lieber. Das ist so hoch. Nein, nicht rüber. What the fuck? Okay, hier hoch. In den Baum steigen. Oh, schade. So, was bringt mir das denn jetzt hier? Ist hier irgendwie gar nichts. Ne, komm ich nicht drauf. Kann ich nur rüber? Ja. Ganz merkwürdiges Gebäude. Oh, wir sind schon im Kreis gelaufen. Sein Zimmer. Bin drin. Besorg cool. Alle Namen, Orte, Daten, was auch immer du da findest. Wir müssen diesen Fall lösen und diese Menschen befreien. Ich schau mal, was ich noch finde. Nein, noch ist niemand hier. Das hat ja auch was Gutes. Der Champagner ist fast alle und du weißt, wie gern die reichen Bastarde gratis Fuß entlaufen. Hab mir den Scheiß abgewöhnt. Ja, das Produkt ist verkaufsbereit, keine Sorge. Nein, sie kommt nicht. Zumindest nicht für diese Leute. Das passt mir. Sie ist der Boss und so, aber... ganz genau. Immer stressig, wenn sie da ist, weißt du? Und immer blutig. Bis später. Oh. Einzige, die ich nicht kapern kann, sind die Typen oder was? So, wie bist du? Mediatorin. Kryptowährungsanalytiker. Aha. Fordert seine Beförderung. Als Setzek seinem Organchirurgen kompromittierte. Und nun? Um die Umgebung zu scannen. Sperren ablenken? Ne. Ihr beide werdet rot angezeigt. Du da hinten und du. Da ist auch noch einer. Da bringt mir das nichts. Hä? Wie belausche ich die denn jetzt? Da drücke V, um die Umgebung zu scannen und Kameras zu finden, die durch Wände gekapert werden können. Durch Wände. Gar nicht. Das Problem ist, dass immer nur kurz aufleuchten, das war's dann. Was da unten meinen Sie oder was? Okay. Oh, Tatsache.
Na los, schaut in die Kamera. Gerade. Ja, so ist's gut. Aufstehen. Und ganz langsam umdrehen. Ich will das nicht tun. Bitte. Beweg schon deinen verdammten Arsch. Mann, ist das erbärmlich. Diesen Waschlappen wird doch keiner kaufen. Die Käufer erwarten echte Qualitätsware. Also gut, bring ihn nach unten. Wir aktualisieren den Katalog und die Online-Infos. Nein, nein, tut mir leid, ich mache, was ihr sagt. Bringt mich nicht dahin! Halt bloß deine Fresse! Verflucht! Was um Himmels Willen? Ich schätze, das sollten wir uns ansehen. Die Chancen stehen gut, dass der Keller verschlossen ist. Die Chancen stehen aber auch gut, dass einer dieser Schwachköpfe seinen Zugangscode irgendwo rumliegen gelassen hat. So. Für den Zugangsschlüssel. Da, wir haben noch gar nichts. Toll. Aha. Danke für den Kellerschlüssel, Schwachkopf. Herrlich. Gut, dann begeben wir uns beim nächsten Mal da rein. Das Feinde. Schwarzmarkhändler. Und Geldwäscher. Aha. Gut, wir machen erstmal hier Schluss. Unsere Oma räumt dann den Laden da aus und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.